Hallo und herzlich willkommen zu Heroes of the Storm mit einem neuen Hero, und zwar Gul'dan. Den Die wollen alten wir Fotze. euch. Die alte Fotze, die wollten wir euch mal ein bisschen vorstellen. Gul'dan. Was gibt's zu Gul'dan zu sagen? Woher kennt ihr erstmal Gul'dan? Das ist vielleicht mal interessant. Gul'dan ist Charakter aus Warcraft. Sprich, Warcraft 1, Warcraft 2, Warcraft. Spieler kennen den so oder so, da brauche ich glaube ich nicht groß zu sagen. World of Warcraft Spieler kennen den frühestens, denke ich, seit Burning Crusade. Illidan hatte da was Kleines in der Hand. Das war sein Schädel. Das war Gul'dan. Und jetzt in Warlords of Draenor hat man ihn ja sowieso die ganze Zeit gesehen. So viel zu. Oh, was geht? Okay. So viel zu Gul'dan, wo und wo ihr ihn kennt, vielleicht ein bisschen dazu. Background-Story. Was kann Gul'dan jetzt in Heroes of the Storm? Gul'dan ist was Besonderes in Sachen zumindest Mana. Gul'dan hat keinen Mana-Reck. Gul'dan besitzt dafür aber die Fähigkeit des Adelers. So wie in die Hexenmeister in World of Warcraft ebenso. Sprich, ja, nice. Sprich, wenn ich keine Mana habe, so wie jetzt, gerade ich gehe low und an Mana, dann muss ich jetzt die D und ich spende Leben dafür, dass ich Mana bekomme. Dafür habe ich die nette Fähigkeit W, Blutsauger, und kann mich selbst an Creeps lebenmäßig wieder sehr hoch, schnell hochleechen. Und da kommen später noch coolere Talente dazu, dass es noch einfacher geht. Ansonsten hat er noch die Fähigkeit des Qs, die Teufelsflamme, die ihr zwischendurch immer schon hier seht. Eine sehr geringe Abklingzeit. Jo, macht er schon mal. Die halt einfach ganz normal Schaden macht. Und er hat noch sein E, das ist Verderbnis. Auch diese Fähigkeit habt ihr ja zumindest in einer verwandten Art schon mal auch aus World of Warcraft und ähnliches gehört. Sprich, das sind diese drei Pudding-Dinger hier, die ich jetzt hier so zack, zack, zack. Und hätte ich getroffen, wäre die Li Ming halt verflucht gewesen und hätte auch wieder Schaden bekommen. Ein Dot Damage over time. Ja, jetzt sterbe ich. Oder nicht? Ich hiel mich hoch, ich hiel mich gegen. So, das, was ihr jetzt gesehen habt, war der Blutsauger und ich habe exakt so überlebt, wie es wollte. Das habe ich. Ja, mit Nova und Tracer hier voll das Anti-Uns-Team, ey. Ja. Ja. Egal, dann verlieren wir halt. Was können wir wieder für ein Team-Kombo hier bekommen, ey. Ja. Wir spielen übrigens gerade, weil natürlich, es ist der Patch-Day, sprich, Gul'dan ist heute rausgekommen. Wir spielen hier Skirmish. Ranked mit dem Hero, der an dem Tag rausgekommen ist. An dem Tag finde ich ein bisschen gemeingefährlich. Ja. Ansonsten könnte ich ja noch mal ein bisschen erzählen. Ich habe jetzt bei dem Hero am Anfang die Teufelsflamme geskillt, weil ich mag diese Teufelsflamme und werde auch den auf Teufelsflamme insgesamt so gesehen hochskillen. Alter, die Tracer geht mir so auf die Eier. Ja. Die Leaming, ah! Und die Nova ist auch da gleich bis auf. Ja, der haben wir wieder. So. Was ich gerade geskillt habe, ist ein extra Talent. Da kann ich einen Creep instant töten und werde dadurch auch noch stark geheilt. Das finde ich sehr stark. Ja, ich kämpfe hier oben gerade gegen Mr. Tower, glaube ich, und jetzt macht ihr da in der Mitte einen Fight. Ja, der Witz ist, ich. Stopp. Geht doch. Okay, der Witz ist ja, ich weiß nicht, mit dem Verderbnis, dass die Leute zu treffen, ist halt echt nicht so einfach. Und dann hast du hier so Tracer und Li Ming und so weiter, ja, GZ. Aber wie ihr seht, diese Kreise, die plöppen halt einer nach dem anderen langsam auf. Mit der Teufelsflamme ist halt eher das. Oh, ich muss back, ey. Und Trixie kommt nicht tot. Ich hab hier Nova. Nova ist bei mir. Angst, aber sie ist zum Glück in der Mitte. Ja, die ist bei mir. Ja. Mana. Die sind auch ein halbes Level. Mana. Na schauen, wenn es Level 10 immer noch vor uns sind, müssen wir da aufpassen, kurz. Im Ult. Oh Gott, und Taike stirbt schon wieder. Da, jetzt habt ihr es mal gesehen, die wurde verflucht und hat einen Dot bekommen. So. Und die spielen Nova, Alter. Fucking Nova. Ja, ich bin tot. Ja. Es kommt aber auch so ein krasser Gang, dann steht die Nova und die Li Ming. Die hätte ich sogar überlebt eventuell und nein, da kommt auch noch die Tracer halt schnell angedüst. Und wir haben so überhaupt kein Gang. Ich hab Dings bekommen hier, oben den. Nice, den Gaslo. Ja, er ist nicht weggegangen gegen mich, warum auch immer. Ja, weil die teilweise hier im Skillmash halt echt wie Bots spielen. Naja.
Unten geht halt Fight. War so lächerlich. Ja, ich komme wieder runter jetzt. Mhm. So, ich habe jetzt übrigens gerade die Passive geskillt, sprich 25% weniger erhaltene Heilung, dafür 15% mehr Fähigkeitenstärke. Ob das wirklich... Ja, geil, oder? Boah. Okay, sie ist tot. Der Life-Lead von Gul'dan ist manchmal so heftig, halt. Der kommt hoch übrigens wahrscheinlich. Was wollte ich sagen? Ach genau, dass die Passive, ob das jetzt nachher wirklich das Richtige ist, weiß ich noch nicht. Und wie ich jetzt hier allgemein skill, ich skill hier gerade so rein, wie ich es lustig und cool finde. Deswegen nicht unbedingt die Skill und Copy passt dann, aber mega verkehrt ist die, denke ich auch nicht. Ich habe noch den Dings geholt. Ja, Gems Omf, ja, die fickt mich doch, die Tussi da. Gems Omf. Ich muss mich noch einmal anpieken, ich habe keinen Self-Hit hier. Ich bin der Kapul. Ja, ich weiß eh nicht. Manchmal drehe ich echt durch, was die hier schreiben für ein Mist, ey. Ich nehme die Gems und sterbe und dann sind alle weg. Ich habe jetzt noch 14. Ja, die Leute hier gerade im Skirmish sollen mal ihre Fresse halten. Kann ich jetzt in Ruhe abgeben hier? Oh Gott, ja, ich krieg hier halt. Mach doch was, jetzt kommen halt wieder. Spielen die zusammen? Hast du das mit dir angeschaut? Ja, Dreier Premade, glaube ich. Ist halt lächerlich, Mann. Immer Tracer, Liming und Nova. Da bist du, was willst du machen als Gul'dan? Ich müsste viel weiter nach hinten stehen, ja toll. Ah. Oh, nice. Oh, die Tracer. Ich muss ist da oben weg entkommen. Die ist da unten, die kann mich nicht holen. Mit den skill ich auch niemals den scheiß AE-Regen, Alter. Ist doch nicht die echte, oder? Oh. Nee. Was ist das, die echte? Viel cooler. Was? Übelster Push und überall. Achso, du fandst den viel, viel cooler, jetzt hab ich dich. Okay. Den Heal, den Heal? Heal? Okay. Den Heal. Vier. Den Heal. Vier. Gott. Wow, er hat diesen AI geskillt. Ja, Multi. Ja, ja. Ich drauf geachtet, ey. So, ich sag doch, er hat den AI geskillt. Er hat den AI geskillt, ja. Ja. So, jetzt hab ich. Ich skill nämlich nicht den AI. Oh! Pack mal einfach. Sieht er jetzt weg? Sieht er jetzt noch. Oh. Da ist noch ein. So, mindern. Bitte nicht. Ja, geh weg. So, was der andere Gul'dan bei mir jetzt geskillt hat, ist dieser AE, den man gerade eben so ein bisschen sehen konnte. Der macht halt, hat eine riesige Fläche und macht halt so ein bisschen mehr Schaden. Fand ich eher so, naja. Und der muss dafür komplett stehen bleiben und die ganze Zeit den scheiß Regen casten. Und ich habe 4 geskillt, Gems. Den werdet ihr bald. Nö, die Gems kannst du kriegen. Schau mal, wir haben 22 Gems abgegeben, 14 davon sind von mir. Nice. Oh Gott, was geht denn da? So, der 4 ist nämlich das hier, entsetzen. Und jetzt habe ich es natürlich in einen Typen reingehauen, sehr gut. Oh, ich sterbe. Wow, war das Müll von mir. Ich hab dich gefreut, ich bin noch hingegangen. Wenn man eh schon in die andere Richtung geflogen ist. Oh wow, Nova macht die noch kalt, wa? Oder? Ne, wow. Na, no, nice, jetzt noch geschafft. Wow, aber wie dumm. Hätte sie locker geschafft. Naja. Ja. Ich weiß nicht, ich stehe momentan aber zu weit vorne mit dem Gul'dan hier und so. Ich bin noch echt noch nicht warm mit dem Hero. Im letzten Game ging es auch besser, da konnte man voll vorne stehen. Das muss dann noch voll gewöhnt werden. Ja. Baller mich einfach mal durch die Mitte. Creeps holen. Nova kommt dann nerven dich wieder. Okay, willst du oben den mal ganken hier, die Tracer oder was? Ja, gegen pushen. Gems. Chill, Bro! Ja. Wegen meinen 2 Gems muss ich dir jetzt nicht abgeben gehen, oder? The fuck? Kann aber abgeben gehen, aber. Ja, da kommt natürlich sie sofort. Hey, gib ab. Oh, zum Glück stand ich nicht da. Keine Ahnung, irgendwie ist das ein bisschen. So, jetzt regge ich mich wieder hoch, Mana, und kill wieder Creeps und bin wieder oben. Und lauf da rein und kassiere ein bisschen was.
Ich weiß es halt nicht, Mann. Gegen Tracer und die sind so schnell hinter einem her. Und unsere Mates waren einfach Alter, weg. Fuck. Oh, das Gebäude hat dich gerettet, oder? Ja, das Gebäude hat den letzten Schuss abgefangen. Ich hab ja. die Ming mit Ulti gemacht, ey. Ich verstehe halt nicht, wieso wir wieder auf drei Lanes gesplittet sind, wenn die Scheiße läuft. Ist halt wieder sinnlos. War halt in der Mitte der Lane, wo die Creeps halt geholt haben, logischerweise. Ich skill das mal mit dem Schild, ich will das mal ausprobieren. Jo, mach halt. I want to try. Weißt du, ja, wir haben Spinnen und wir verlieren vor. Ist halt GG. Ja. Wie läuft das über mit dem Schild, oder was? Schild, bla bla bla, gewährt ein Schild. Teufelsflamme gewährt ein Zauberschild. Aha. Aber nur wenn ich Gegner treffe, oder was? Gott, jetzt pushen wir. Oh Gott, ist nicht so. Ja, weiß ich nicht. Schreibt sie gleich wieder um, G Games. Wenn die Lunge nicht erwischt, bin ich hier tot. Ich weiß es nicht, was ich machen soll. Nur war bei euch noch. Bitte. OMG Games. Ich bin so. Warum haben wir so ein mega krasses? Ja, weil wir aufnehmen. Was soll ich jetzt machen? Ich kann unten pushen gehen, ey. Ich weiß halt nicht, was das soll. Was das wieder soll, Blizzard. Ja, wir kriegen halt ein Teiges. Danke sehr. Ja. Danke, Teiges. Irgendwie voll die Lowbops. Ja, die gibt natürlich noch. Hab ich noch. Also, ich spiel eh schon scheiße. Wir bräuchten gute Leute. Ich spiel eh gerade schon scheiße. Ewig nicht gespielt, jetzt Gul'dan. Und dann so blub. Okay. Together. Ich dachte einzeln. Ja. Ja, mega, das ist so. Ich brauche einen gescheiten Engage jetzt hier auch noch, wenn wir das Teamfeld gewinnen wollen. Die sind 2-0 vor uns. Gleich nur noch eins, aber. Ja, oh, jetzt macht er jetzt schon Ulti. Ja, keine Ahnung. Viel geiler ist auch noch so, ohne Heiler als Gul'dan fühlst du dich echt wohl, du. Ja. Kommt ja auch noch dazu. Oh Gott, so viel Schaden. War ich in dem glaube ich, gestanden. Alter. Ich kann weggehen hier, ey, weil wir keinen Heal haben. Bist halt low, du kannst weggehen, ey. Yep, das meine ich, ja. Keine Ahnung, Mann. Die schildet sich, hielt sich, ja, fick dich ins Knie, Mann, weiß ich nicht. Okay. Ja, ich mache hier, versuche ja mindestens XP noch zu holen und zu pushen halt, aber. Hm. Ja, ich bin gerade ein bisschen überfordert schon mit dem Chat. Naja. Ist ein bisschen dumm gerade, aber nein. Deswegen spielen wir ja auch nur Skill. Wie langsam pusht der denn hier, ey? Schlimmer ist, keiner checkt den Boss oder was? Ich keine Ahnung. Nachher machen die Boss und ja, dann juckt kein. Ich stehe da oben, die Kerrigan, und juckt sie überhaupt nicht. Ja. Oh Gott, die Kerrigan, ey. Ich hab das Gefühl, dass die jetzt hier gefickt wird. Nö, das regelt schon unser Dings hier. Miss. Nova ist auch noch mittig und Dings auch Gul'dan. Ja. Nova ist da links, hier war sie gerade. Jo. Jo, da er geht in Ulti und stirbt. Er ist echt genius. Oh lol, das ist die falsche. Ich hab die echte noch erwischt, ey. Ja, ja. Ich hab halt so viele Games, ich würde halt endlich lieber gerne echt gegen abgeben, ey. Macht's mal keinen Teamfight, wenn's geht. Ja, das der Teamfight findet dich. Ah! Nice. Alter, ihr beide habt's perfekt gemacht, ey. Sonst wären 36 Games dann weggeplöppelt. Ja. Alter, wie oft ich weggehen muss. Ich bin halt erst zweimal gestorben, aber ich gehe an und ich kann mich ja healen, aber wir kriegen nie Creeps irgendwie. Die sind nirgendwo da. Ja, und sie macht sie mir instant weg. Ich kann nicht. Ich kann nur einen tun. In der Mitte. Machen wir nichts. Oh fuck you.
Sie macht sie wieder da. Geht's mir auf die Eier, oder? Ja, das ist doch für die Familie. Wir müssen rauf, 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 rauf. Ach, das hat nicht gereicht. Die Kerrigan macht einfach das Camp hier weiter. Wir hätten einfach hinterher fahren müssen, das war so dumm. Ich hab die noch geultidex, aber ich dachte, da kommt noch mehr. Ja. Ich hab sie sogar beide erwischt mit der Silence. Das war ja auch richtig, wir hätten auch einfach hinterher fahren müssen, da hätten wir gewonnen. Die waren noch beide low wie die irgendwas. Dann zum Regen gelassen, jetzt ist es zu spät. Ich hab's schon gemacht. Okay. Aber oh, unten schauen die Bochen da, wie sonst wieder irgendwas. Ja, oh hier unten, da. Oh ja, du Bitch, Mann. Oh Gott. Ja, ist halt GG. Oh fuck, ich war nicht ganz durch. Ja, ich gebe hier mal kurz Münzen ab, ich muss die loswerden. Ich würde gern das Ding kaputt machen, aber. Ich mache, muss Mitte gegen pushen, einmal kurz, weil sonst. Ich muss einmal back, vergiss es. Ich krieg mich nicht mehr hochgereckt, nicht mehr hochgeärgert. Ja, ich push hier. Schnell, meine 4 Coins, ich muss sie abgeben. Dass die Liming überlebt hat, ist eine Freche. Dafür pushen wir jetzt hier gerade ordentlich. Da, F-Road Circus. Nice. Ja, mach ich deine Tower. Deswegen ist, wir müssen gleich eigentlich mal hoch und runter, dass wir diese EP ich da abkrabbeln. Hoch. Pips gepinkt, geh du runter sonst. Gesselow sollte jetzt eigentlich sterben. Ja. Danke. Nice, Lunara schön. Hat ihn vergiftet, da kam meine Verderbnis drauf und Matsche. Da macht er nichts. Du weißt, ich ping's hier extra hin, es kommen zwei Leute hier hoch, die sind voll sinnlos, wenn ich. Ich hab extra. Kaum. Ich hab's extra. Ping's achtet keiner, selbst im Rank achten die. Naja. Selbst da sind sie und denken so, ping, ping. Was da? Mittig geht Krieg. Ja. Ich komme! Keine Ahnung. Wenn du irgendwann jemals eine Tracer mit Verderbnis erwischt, Alter, herzlichen Glückwunsch. Der Typ ist halt GG, Alter. Fick dich! Fick dich! Das war's mit wert, ey. Dass ich dir noch silence. Na, ich. Dann reckt er sich da nur. Gems, please! Das war jetzt eh so gut. Ich hab Nova hat ihre Ulti gemacht und die wurde gefeiert von mir. Ich hab's gesehen. Die war dann war vorbei. Ich hab sie auch instant gefokust, das heißt, sie hätte eh nur einen Schuss noch rausbekommen, wahrscheinlich so, aber. Und das. Wieso ist da keine Verderbnis drauf schon wieder? Ich check's nicht. Oh Gott. Ach, genau, perfekt. Diese fucking Riesengames, Alter. Ja, Sylvanas, ja, nicht Sylvanas, Kerrigan müsste sie holen. Ich. Jo. Nee, sie ist zu blöd. Sie ist zu blöd, es waren halt nur 20 Games oder so. Ist halt GG. Die hätte doch einfach einmal reinspringen können und weglaufen können noch, ey. Na klar. Weiß nicht, ich hätte es gern gemacht. Ich hätte es gern gemacht. Keine Eier. Na, sie hat keine Ahnung, das ist so eher das. Du siehst doch schon, sie läuft mit dem Nicht-Elite-Wolf rum. Die ist nicht über Rang 10 gekommen. Ja. Ach wow, war das möglich. Mit dem Verderbnis-Ding treffe ich noch nicht wirklich. Ja, ist auch schwierig. Vorne habe ich einmal alle drei auf einen getroffen. Das war ganz lustig. Gestern ziemlich weggeblendet, aber. Oh, da ist Lunara oben alleine gestorben, glaube ich. Ja, die pushten halt alleine an so mit so einem Scheiß. Wie ist das denn los? Ich mach unten das Camp. Schafft es mal nicht in der Mitte zu sterben, bitte. Geh lieber back, Lukas. Ja, weiß ich nicht, die pushen. Unsere Mates pushen. Da haben sie vielleicht Pech gehabt. Bitte def mich doch einfach. Ne, ich bin tot. Wieso macht ihr als Team? Ich hab Dinge so abgegeben, das Ding, die haben halt nicht Ach, das war behindert. Vielleicht hätte ich auch einfach weggesollt. Halt ja, ich weiß es nicht. Kerrig, die reagieren halt nicht wirklich. Ich hätte auch nicht abgeben sehen sollen. Sie sehen das jetzt, weil die Dinger noch da sind, wenn sie auf die Map stehen. Sie sind zu blöd. Was? Nein, das sieht man nicht. Wir müssen noch sehen, dass das blaue Camp noch da ist.
Das siehst du. Verschwindet doch da nicht von der Map, oder? Doch, ich meine, das verschwindet für die. Die sehen es dann nicht mehr, dann verschwindet es für die. Was war das für ein Allahu Akbar? Ja, war jetzt auch egal. Was? Wieso war das egal? Ja. Jo, okay. Alle tot hier. Ihr seid da zu dritt Allahu Akbar in der Mitte, oder? Ja, das ist eine geile Begründung für selbes Allahu Akbar. Ach, egal. Okay. Ich wollte halt meinen W da noch drauf tun und weggehen. Ich bin halt nicht weggekommen, also was soll's. Du bist in Melee-Range gegangen für den W. Okay. Ich hab. Nö, das war Max schon im Dienst, aber die sind halt instant dran gekommen. Findest du so? Ich weiß überhaupt nicht, wie wir das hier deffen sollen. Lalalala. Gesslo kann seine Ulti nicht gut werfen. Lalalala. Hier oben hin. Da ist ein riesiger Typ, ey. Ah, juckt das hier alles gerade. Der Gegner hat eine Festung zerstört. Die Bait. Ich ping's wieder und dann kommt sie hier hoch, ey. Boss schauen. Na, Boss werden die machen, die machen gerade das untere Camp. Die den Boss machen, das sehen. Brauchst nicht versuchen. Nee. Das ist Trappen, aber Trappen wird halt auch geil. Ja, die kommen jetzt eh gleich. Ich weiß nicht, was die so ewig machen. Die machen eigentlich das South Camp, dachte ich, aber ne. Da, tryharden sie rum. Ha. Ja. Oh Gott, Kerrigan. Ich bin einen riesen Umweg gerannt. Wie ein Spast. Ja, die haben doch das Südcamp gemacht, aber das hat einer gemacht und das, die anderen haben hier gecampt halt. Okay. Ja. Oh Gott, ja. Oh, Alter. Sie hat halt einfach zwei Leben. Ah, jetzt hab ich neben dem Game gelaufen. Sie hat einfach zwei Leben. Und ist entkommen. Danke sehr. Ja, ich bin der Slow halt. Was soll ich machen, Alter? Ich hab sie fast tot. Ach, Li Ming ist immer noch OP gegen 5 Squishies ohne Heal und ohne alles. So ein Müll. Oh ja. Naja. No. Egal. Das ist immer so, wenn wir irgendwas versuchen, Hots aufzunehmen, dann kriegen wir übelst die krassen Gegner. Na, krasse Gegner sind das nicht! Ist im Gegensatz zu unseren! Du musst ja, spielen. Wow, wenn du das vergleichst. Ja. Gib mir Li Ming und dann mach ich dich auch kaputt, aber... Heike ist 10-mal gestorben, ey. 10-mal. Ich bin auch schon 8-mal. Das ist 40% von unserem Ding. Jetzt. Schlimm ist, das ist nur bei 25k Schaden. Selbst Kerrigan hat das. Naja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr habt so einen kleinen Einblick über Gul'dan. Mir hat's nicht gefallen. Alex hat es nicht gefallen. Ihr habt hoffentlich einen kleinen Einblick bekommen, wie Gul'dan ist. Ich hab schon einen Daumen runtergegeben. Okay, Gul'dan ist nämlich gut eigentlich. Der bringt Spaß, er bringt definitiv Spaß. Und ich denke, er ist auch spielbar im Ranked. Insofern, man sieht sich. Bye, bye.